Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 Manchester United Karriere. Heute geht es rein Champions League Viertelfinale gegen Juventus Turin. Das Hinspiel findet statt im Old Trafford bei uns zu Hause, Juventus Turin. Hier unser Viertelfinalgegner, genauso wie in der BVB-Karriere. Also ja, unser dritter Karriereverein Juve aktuell mit viel Aufmerksamkeit auf diesem Kanal. Aber das wird auch wieder zu Ende gehen. Und damit gucken wir gleich auch rauf auf die Startaufstellungen. Wir haben uns ja im Achtelfinale durchgesetzt gegen Salzburg am Ende deutlich nach einem knappen Hinspiel und werden in dieser Folge sowohl Hin- als auch Rückspiel gegen Juve spielen. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, um nichts dazu verpassen. Und dann gucken wir jetzt gleich rauf auf die Mannschaft von uns. Mamardashvili im Tor, Rechtsverteidiger nach wie vor Timber, der Dalot ersetzen muss. Dann Jalo, Martinez und Mason, Sousa auf der 6, Eriksen, Bruno, Sancho, Rashford und Isak starten vorne drin. Und bei Juve sehen wir natürlich jetzt viele Spieler, die wir schon ja sehr, sehr gut kennen aus unserer eigenen Karriere. Allerdings noch nicht im Tor, da ist nämlich Pickford. Dann haben sie eine Viererkette, ich würde mal tippen, eine Viererkette, die sie hier spielen. Freud, Schlotterbeck, Fotana, ich glaube, das ist ein Region. Cambiasso, Guimaraes, Vera, Kamavinga, Chiesa, Kulusevski, Vlahovic. Auf der Bank auch Bar, der dänische Rechtsverteidiger, den wir in unserer Karriere auch verpflichtet haben. Ansonsten sieht die Mannschaft aber schon erheblich anders aus als bei uns in der Karriere. Guimaraes, der kennt United schon aus der Premier League als Kapitän hier von Juve. Und damit gehen wir rein, natürlich auf Ultimativ, denn es ist ein Champions League. Ja, Viertelfinale. Neben der Champions League wird es heute auch in der Liga weitergehen, aber ich glaube nur mit Simulation. Wir sind aktuell 6 Punkte vor Manchester City, die Zweiter sind. Also in der Liga sieht es wirklich ganz gut für uns aus, als dass wir ja auch in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge Meister werden könnten. Wäre auf jeden Fall ein starker Erfolg, auch mit der Belastung durch die Champions League. Aber das sollte doch eigentlich was werden. Es wäre ja sogar schon die dritte Meisterschaft in Folge, also es ist wirklich krass, wie schnell auch einfach diese Karriere mittlerweile vorangeschritten ist. Ich war mir gerade echt nicht mehr sicher, ob es die zweite oder dritte Meisterschaft ist. Das ist ein Freistoß, da bin ich mir ziemlich sicher. Gelbe Karte für Ex-Arsenal-Spieler Vera. Und wir haben da den ein oder anderen Experten dabei. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man auch direkt probieren kann. Und dann ist es eine Sache, bei der Distanz schon eher fast wieder für Marcus Rashford, der wird sich den Ball jetzt hier hinlegen. Rashford, abgefälschtes Ding. Ein ganz kleines Ticken zu niedrig und dann pfeift er hier abseits, ist okay. Schade. Ja, der hätte echt was werden können. Mokisa setzt sich durch. Vlahovic mit dem Abschluss und Jalo steht genau richtig und dann ist es sogar ein Abschluss am Ende. Nehmen wir mit. Oh, guter Ball Richtung Federico Chiesa. Kommt Timber da hinterher, jawohl, ganz stark gemacht von dem Mann, der in der Realität jetzt zum FC Arsenal wechseln wird, was mich sehr, sehr freut als Arsenal-Supporter. Das ist, ja, also bei mir auf dem Kanal hier schon länger ein Spieler, den ich extrem feiere und dass der jetzt in der Realität auch noch für einen sehr, sehr guten, sehr sympathischen aus meiner Sicht Club spielt, freut mich dann umso mehr. Aber Juve ist hier gut in der Partie, um auch mal wieder hier aufs Spiel zurückzukommen. Na, ja, Vlahovic jetzt in sehr guter Position. Ey, das ist so kacke verteidigt. Oh Mann, das hatten wir in der Juve-Karriere schon, dass das einfach schlecht mittlerweile ist. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach nur noch keinen FIFA mehr spielen kann. Weil es ist wieder ein Spielerwechsel. Ich wechsle den Spieler in dem Moment, wo ich den Falschen bekomme. Also, ich wechsle, glaube ich, ja, entweder auf Jalo oder weg von Jalo, ich kann es euch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich keine Chance, an den Ball zu kommen durch einen Spielerwechsel. Und Vlahovic kann einfach durchlaufen und lupft ihn dann am Ende rein. Das ist dann auch echt, echt eine harte Nummer, wenn er ihn sogar reinlupfen kann. Also wirklich, viertes Tor, ach Mann ey. Eriksen jetzt vielleicht mal, Marcus Rashford gefährlich vorne, ist es die direkte Antwort. Pickford, der Landsmann von Rashford, weiß da noch was zu verhindern. Eriksen, Rashford, das ist jetzt so ein bisschen der Way to go. Alles über den Dehnen und dann das Tempo von Rashford so ein bisschen ausnutzen. Aber wenn sie jetzt so tief drin stehen, dann wird das halt schwer. Wieder Rashford, Isak, Ausgleich. Wichtig und richtig, wichtig für die Moral. Seit dem oder vor dem Gegentor waren wir eigentlich überhaupt nicht in der Partie.
Danach haben wir uns jetzt mal am Riemen gerissen. Kommen zurück, machen den Ausgleich. Und ja, damit stehen wir ja wieder voll in der Partie. Rashford auf Isak, so kann es gehen. Sancho, das ist kein Abseits. Isak gegen Cambiasso. Ah, der Italiener entscheidet das Duell für sich. Letzte Minute läuft und durch Gang 1 gibt es noch einen Angriff. Ja, über Eriksen und wieder Marcus Rashford findet er wieder Isak. Nein, Schlotterbeck steht richtig, kann klären. 1:1 der Pausenstand. Keine Veränderung für den zweiten Durchgang. Beide Mannschaften sind dabei, beide Mannschaften haben Chancen, beide Mannschaften haben ein Tor gemacht. Beide Mannschaften können diese Partie noch gewinnen und wir wollen uns jetzt durchsetzen. Eriksen probiert es mal mit dem schwächeren Linken aus der Distanz. Ja, starker Ball, Chiesa kein Abseits, rüber damit, Mason ist noch da, zweiter Ball, gefährlich, weg damit. Ja, da hat er ordentlich hingelangt, der Giallo. Das gibt den Freistoß aus ordentlicher Position. Juve wechselt zuvor einmal. Und zwar Zakaria für den gelb vorbelasteten Vieira. Und jetzt kommt Vlahovic. Ja. Könnt ihr das bei uns in der Karriere auch mal so machen? Also habe ich noch nie gesehen, dass der mal das so gemacht hat. Aber gut, ich kann halt auch Freistöße nicht so gut. Ja, der hat gepasst. Mamardashvili sieht wie beim 1-0 jetzt nicht gerade perfekt aus. Trotz seiner 1,97 wirkt er da irgendwie ein bisschen klein in seinem Tor. Und Vlahovic mit dem Doppelpack. Ähnlich kunstvoll wie beim 1-0. Wird Zeit auch bei uns sein erstes Mal zu wechseln. Sancho raus, Moreira kommt rein. Sancho irgendwie überhaupt nicht in der Partie gewesen. Aber das gilt für einige heute. Boah, Kulusevski von hinten rein. Gibt nicht mal gelb. Weiß ich nicht, ob das nicht mal eine gelbe Karte wert ist. Mason wird das Ding da vorne reinhauen. Hoffentlich gar nicht so verkehrt. Ein bisschen zu lang, was sage ich? Nein, der war eigentlich perfekt. Moreira kriegt ihn nochmal rüber zu Bruno und der... Ja, ich weiß auch nicht, wie der nicht reingehen konnte. Und der Wechsel, Chiesa geht raus. Eden Maas kommt in die Partie. Keine Ahnung, wer das ist. Die Ecke, die anschließende, Eriksen. Und da ist Isak. Pickford ist da, zweiter Ball, halten wir nochmal gefährlich, Mason kriegt viel Platz und dann wieder einer dazwischen. Nächster Wechsel auch bei uns, Bruno geht raus, auch der war heute wie Sancho sehr enttäuschend, Mason Mount, wenn du den auf der Bank hast, dann musst du ihn auch reinbringen. Und das wird hier auch nochmal eine enge Nummer nach der Ecke, nochmal ein zweiter Ball, Eriksen mit Ruhe, aber da ist keine Anspielstation gewesen. Und jetzt ist Kamavinga durch. Jetzt ist Kamavinga durch. Das ist ein super Ball. 3-1 Vlahovic. Ey, das ist doch noch, Leute. Was ist denn los? Was ist denn los? Juve spielt es halt auch wirklich großartig. Die spielen es halt auch wirklich ganz stark. Aber wir sind hinten sowas von überhaupt nicht da. Timber völlig verloren. Lisandro entscheidet sich für den Ball und gegen Vlahovic. Und ja, machen wir das Spiel. Also sorry. Sorry, der sieht heute bei allen drei Gegentoren nicht perfekt aus. Hier kann er nichts machen in meinen Augen, aber er sieht halt trotzdem doof aus, weil er keinen Ball heute gehalten hat. Stand jetzt riecht das nach einer richtig dicken Aufgabe dann in Turin. Noch ist etwas Zeit, um diese Aufgabe etwas, ja, entspannter zu halten, aber ich weiß nicht, ob da noch viel drin ist bei uns. Ja, loslassen. Loslassen. Boah, machen wir das Spiel, der hat einen Ball mal gehalten. Immerhin das, immerhin das. Rashford, gute Bewegung. Isak vorne, ja, schwieriger Ball. Da hat der Verteidiger den Vorteil. Und das ist die Krönung. Das ist jetzt echt die Krönung, dass Isak da jetzt liegen bleibt. Mount setzt sich nochmal durch, aber ohne was Zählbares. Geht nicht weiter bei Isak. Muss raus, auch raus geht. Mason gelb vorbewahrt. Da gibt es jetzt auch den Freischuss dafür. Malasia und Holloway kommt in die Partie. Vlahovic. Kein viertes. Ey, wenn der uns jetzt noch ein viertes reinschiebt, ich weiß nicht, was ich dann mache. Ich weiß es echt nicht. Also, Leute. Ist es Cristiano Ronaldo? Boah. Das ist ein so unrealistischer Freistoß, den nur Ronaldo schießen kann. Also, sorry. 4:1. Vlahovic knallt uns 4 Dinger da hinten rein. Eriksen, Moreira, nochmal ein Abschluss.
Kannst du vergessen. Kannst du heute vergessen. Also hier wird nichts mehr passieren auf unserer Seite. Vielleicht noch ein fünftes von Vlahovic. Solange der hier auf dem Platz ist, traue ich dem alles zu. Oh, hey, Vlahovic, ein Schuss, der nicht reingeht. 5 Minuten vor dem Ende. 7 Abschlüsse hat der Typ. Und knallt uns da 4 Dinge auch noch rein. Wahnsinn. Wahnsinnspartie von ihm. Also, das war definitiv ja eine Masterclass. Ich glaube, das war sein bestes Spiel seiner Karriere in jedem Falle. Aber trotzdem, 2 Freischuss-Tore. Das eine geisteskranker als das andere. Dazu dieser Lupfer zum 1-0. Dann auch noch das sehr stark herausgespielte 3-1. Wahnsinn. Wahnsinnspartie von Vlahovic. Juve hat es insgesamt auch ganz gut gemacht. Jetzt vielleicht nochmal verkürzen. Immerhin. 2 Tore ist aufholbar. Holloway macht das, was er wahrscheinlich im Rückspiel auch machen muss, weil ich rechne nicht mit Isak, um ehrlich zu sein. Hoffen wir natürlich, dass er fit ist, aber ja, sonst muss es der junge Engländer richten. So, Vlahovic will er noch ein weiteres. Er hatte ja auch vor dem Spiel einfach 3 Tore. Jetzt macht er in dem Spiel ganze 4 Tore. Also ist ja auch wieder völlig verrückt. So, letzte Aktion dieser, ja, einfach nur peinlichen Partie für uns. Boah, der Zakaria legt hier fast nochmal rein. Der war jetzt richtig stark gehalten vom Amadashvili, der ansonsten, wie gesagt, doof aussah, auch wenn er bei den meisten Gegentoren wirklich nicht viel dafür konnte. Und dann wird es das jetzt gewesen sein. 2 Tore müssen wir aufholen in Turin gegen diesen verrückten Vlahovic. Ich habe schon eine Idee, was wir taktisch gegen den machen, weil mir ist eine Sache aufgefallen. Er hat sich immer wieder als Anspielstation 3-4 Meter eher Richtung 6er-Position fallen lassen, dass wir das da vielleicht ein bisschen kontern können, indem wir den Innenverteidiger auf die 6er-Position stellen. Das werde ich mir mal überlegen. Jetzt haben wir ein Ligaspiel, eine Simulation dazwischen und dann müssen wir irgendwie ja ein Wahnsinnsspiel in Turin zeigen. Vlahovic gibt Manchester United Abwehr mit 4 Toren keine Chance. Das unterstreiche ich. Wie schlimm ist es bei Isak? 5 Tage. Er könnte also fürs Rückspiel fit sein. Müssen wir mal gucken. In der Liga, wie gesagt, sieht es sehr gut aus. Anders als jetzt in der Champions League. Da haben wir in der heutigen Folge einige Simulationen vor der Brust. Und ja, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir noch ein Champions League Halbfinale zu spielen. Stand jetzt haben wir das nicht. Ja, dann einmal schnell hier Fulham mit abklappern. Die sind 18. in der Liga. Also McTominay, unser Ex-Spieler, da läuft es nicht ganz so gut. Wir wollen gewinnen mit viel Rotation. Ich überlege gerade, wollen wir Holloway starten lassen? Ja, wir haben eigentlich keine andere richtige Alternative. Muss er durch. Mal gucken, ob Isak dann fit ist für die Champions League. 4-1 gewinnen wir. Bruno, Garnacho, Mount und nochmal Garnacho treffen. Super Sieg. Und so brauchen wir das jetzt auch in der Champions League im Rückspiel gegen Juve. Ja, diesen Mann gilt es heute zu stoppen. 4 Tore im letzten Spiel. Vlahovic hat uns auseinandergenommen. Und ich hoffe sehr, dass wir eine Lösung gefunden haben, um diesen Vlahovic hier heute, ja, zumindest größtenteils zu stoppen. Zakaria heute in der Startelf. Guimaraes, sein Vertreter als Kapitän, also auch in der Startelf, um ehrlich zu sein. Aber Zakaria hat die Binde wieder. Kamavinga, Zakaria, also heute dann, ja, mit Guimaraes im Mittelfeld, was sie sehen lassen kann. Ansonsten rückt Bar noch rein in die Startformation. Das sind die 2 Veränderungen auf Seiten von Juve. Wir machen etwas mehr als die alte Dame, glaube ich zumindest. Eigentlich auch nur 2 Starterveränderungen. Eine mehr oder weniger freiwillig. Isak erstmal nur auf der Bank heute. Ansonsten kommt Struik für Vinicius in die Partie. Mamardashvili, Timber, Jallo, Struik, Mason, Martinez auf der 6, Eriksen, Bruno, Moreira. Das ist die 3. Veränderung. Rashford und dann eben vorne drin Holloway. Ich hoffe, dass wir hier natürlich auch im Rückspiel auf ultimativ das Ganze noch drehen können. Ganz selten, dass ich mal Hin- und Rückspiel in einer Folge spiele. Heute passt es einfach so am besten. Und ja, vielleicht bringt uns das ja einen kleinen Vorteil, dass wir das Hinspiel noch nicht allzu, ja, weit in der Vergangenheit haben. Erstmal kommt aber gleich wieder die alte Dame nach vorne. Kulusevski. Ex-Tottenham-Spieler ja auch, mal zwischenzeitlich in der Karriere nur auf Leihbasis. Und das reicht eigentlich auch schon, um uns hier völlig wieder hinten in den Notstand zu bringen. Sein Landsmann, also der von Kulusevski, Isak heute erstmal nur auf der Bank. Der wird seinen Joker-Einsatz aller Wahrscheinlichkeit bekommen. Und da war gleich wieder Vlahovic. Mamardashvili. Nach der Ecke ist er da. Da ist er voll und ganz da. Chiesa wird gleich die nächste reinschlagen.
Dieses Mal kriegen wir sie rausgehauen. Ja, stark gemacht, Vlahovic. Den kriegst du nicht in den Griff. Den kriegst du nicht in den Griff, wenn er dein Gegenspieler ist. Bin mal gespannt, ob wir es beim BVB besser hinbekommen werden. Wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ob er noch bei Juve spielt. Aber ich würde mal drauf tippen, weil er hat ein hohes Gesamtrating und die Ablöse, die ist jenseits der 150 Millionen, tippe ich mal, die man für ihn so im Karrieremodus zahlen müsste. Mamardaschwili, Riesentat. Die ersten 10 Minuten gehören komplett wieder Juventus Turin. Und komplett Vlahovic. Drei große Chancen. Dreimal hält der Georgia überragend. Und auch hier wieder zwei Fallrückzieher hintereinander. Ey, wir stehen so unter Druck. Noch nicht einmal haben wir den Ball hinten rausbekommen. Und Juve macht weiter und weiter. Wir kommen nicht mehr ran. Moreira jetzt immer dazwischen. Aber wieder der Ball bei der alten Dame. Ey, das gibt's ja nicht. Und Juve wird sich langsam fragen, wie viele Chancen brauchen sie eigentlich noch, um hier mal das erste Tor zu erzielen. Jetzt mal der Ballverlust und endlich die ersten Sekunden Ballbesitz für unser Team, die dann aber auch wieder schneller vorbei sind, als mir das Ganze hier lieb ist. Chiesa, Dauerdruck scheint direkt weiterzugehen. Jalot macht das stark. Jetzt mal ein ruhiger Aufbau vielleicht. Charles Mason, Bruno kann aufdrehen. Schlotterbecks Knie steht genau richtig. Moreira, Bruno, kann sich irgendwie behaupten. Rashford, Mason, außen mit dabei, probiert es noch mit der Flanke. Da ist halt kein Isak heute, sondern nur ein Holloway. Und der hat dann natürlich Größennachteile gegen Schlotterbeck. Super Ball, Zurückgewinnung von Bruno. Ja, dann ist wieder ein Verteidiger da. Vlahovic ist durch, spielt ihn nochmal auf Kammerwinger, das rettet uns vielleicht. Er hätte auch einfach mit links abschließen können. Dann ist es hier das sichere 1-0 in meinen Augen. So rettet uns das vielleicht nochmal, dass er da den Franzosen bedienen wollte. Rashford, geiler Ball für Holloway. Ja, dann fehlt da so ein bisschen das Selbstvertrauen. Wir kriegen noch den Freistoß nach dem Foul. Aber ja, ein Tor wäre mir trotzdem lieber gewesen. Aber vielleicht kann der Freistoß auch was einbringen. Eriksen wird ihn schlagen. Der kommt auch gefährlich. Schlotterbeck ist aber ein Kopf höher in der Luft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, war das knapp. Ja, wichtig, dass Timber nicht der langsamste ist. Eriksen, Rashford hinter der Kette. Ja, aber wir kriegen uns noch nicht in die letzten Pässe fehlen noch. Das ist einfach das, was unterm Strich dasteht, weil wir auch wenig kombinieren, viel Konter haben. Weil wir ja auch einfach hier die unterlegene Mannschaft sind unterm Strich. Das muss man weiterhin so ganz klar feststellen. Kulusevski, super gemacht. Ey, Mamardaschwili. Wie gesagt, im Hinspiel konnte man ihn vielleicht kritisieren. Vielleicht lag es aber auch einfach nur daran, dass er lange Zeit gar keinen Ball halten konnte. Aber hier heute ist er mit Abstand unser bester Spieler. 18-0 Ecken war da gerade die Statistik. Also das sagt schon alles über diese Partie aus. Wieder Vlahovic, gefährlich im 16er, Struik ist da, kurz vor der Pause, 0-0, damit ist natürlich noch alles drin für Durchgang 2, wenn es jetzt dabei bleiben sollte, nach diesem unnötigen Ballverlust, bleibt dabei, Freistoß, ja, okay, es bleibt nicht dabei. Ja, das ist das 1-0 für Juventus Turin, sofern Vlahovic jetzt hier nicht irgendwas anderes macht, als noch beim Spiel, oh ja, Mauer, im richtigen Moment hochgesprungen. Das rettet uns hier wahrscheinlich die 0, die 10. Ecke oder so. Jetzt nochmal hier vor der Pause, 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist verständlich bei den ganzen Spielunterbrechungen hier durch Ecken beispielsweise. Timber nochmal ein Konter, Holloway läuft er nochmal, ja nicht so richtig da vorne. Und dann wird es das gewesen sein mit Durchgang 1. Im zweiten Durchgang brauchen wir 2 Tore. Und müssen vor allem ja, ein anderes Spiel spielen. Wir müssen vieles anderes ja, einfach anders machen. Und deshalb wechseln wir zweimal zur Pause. Malacia und Jadon Sancho kommen in die Partie. Raus geht Eriksen und ebenso Timber. Mason jetzt Rechtsverteidiger. Wir spielen im Spielaufbau eine Dreierkette. Lisandro lässt sich als Sechser hinten mit reinfallen. Und Sancho und Bruno bilden eine Doppelzehn. Mehr oder weniger zumindest. Und Mason bringt hier auch gleich unseren Kapitän in Szene. Endlich ein Abschluss, wo Pickford mal richtig arbeiten musste. Achso, und Isak ist übrigens auch noch in die Partie gekommen für Holloway. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das ist aber ein positionsgetreuer Wechsel. Da wird sich nicht viel ändern. Vlahovic.
Risiko geht natürlich auch Stück für Stück sukzessive weiter nach oben. Das ist wieder mal ein Foul von Chiesa und wieder mal, wie schon im Hinspiel, kriegt er keine gelbe Karte. Kulusevski geht jetzt raus. Dafür kommt wieder Maas in die Partie. Ja, das ist auch jetzt eine gelbe Karte für Blau Rangers. Wenn das nicht gelb ist, dann habe ich wirklich alles gesehen. Aber die wird es auch geben. Sancho, Marcus Rashford. Bar stellt ihn. Malacia setzt sich so halb durch. Zweiter Ball, Lisandro. Und was eine Grätsche. 110% Risiko von Zakaria, aber die sitzt. Ja, das wird jetzt eine ruppige Partie. Und jetzt ist es vielleicht vorbei. Ja. 1-0 Juve. Das war's. Der Traum vom Champions League-Titel, nachdem wir im letzten Jahr im Finale waren, er ist so gut wie dahin. Volles Risiko hinten mittlerweile. Lisandro verliert vorne den Ball. Und dann zieht es sich durch. Eine Grätsche von Struik kann diesen Eden Master nicht stoppen. Und dann verschätzt sich Mamadashvili um wenige Zentimeter in der Mitte. Rui Mahrez muss nur noch einschieben. Ja, es scheint entschieden zu sein. Wir wechseln nochmal Struik raus. Der ist natürlich frustriert. Wenn er ihn da gefoult bekommt, dann kassieren wir das Tor vielleicht nicht. Dann gibt es vielleicht nur eine gelbe oder rote Karte. Egal. Ja, wir gehen natürlich nochmal volles Risiko. Bringen nochmal einen Offensiven für einen Defensivspieler. Aber drei Tore gegen diese Mannschaft, das wird hart. Boah, Wahnsinn gespielt. Wahnsinnig gut gespielt. Fast hier noch ein weiteres Tor durch den gerade eingewechselten Freud. Also jetzt geht es mit uns da hinten auch völlig dahin. Die Pässe kommen jetzt schon im eigenen 16er nicht mehr an. Also das ist, ja, das ist hart. Das ist wirklich sehr, sehr hart. Boah, um ein Haar hier das Tor. Oh, englischer Torwart am Ball. Und selbst sowas kriegen wir heute nicht mehr ausgenutzt. Letzter Wechsel, Mason raus, Garnacho rein. Der hat zwei Tore zuletzt gemacht in der Premier League, vielleicht ja auch heute hier nochmal. Dann wäre es nochmal spannend, aber auch das würde nicht für die Verlängerung reichen. Ja, jetzt ist da halt auch einfach unfassbar viel Platz. Vlahovic haben sie gerade runtergenommen, ich glaube, Firmino ist dafür reingekommen. Ex-Liverpool-Spieler mit vielleicht dem Schlusspunkt. Rashford wird nochmal geschickt von Bruno. Das ist jetzt unsere beste Chance in der Partie, hier wenigstens nochmal selbst zu treffen. Isak macht es. Immerhin das. Garnacho nochmal. Rashford. Ja, das ist zu kompliziert. Hätten wir jetzt nochmal ganz schnell getroffen, dann wäre vielleicht sogar nochmal so ein bisschen Hoffnung da gewesen. Sancho. Ja, auch der bleibt stecken. Bei Nico Schlotterbeck. Sehr, sehr bitter, sehr ärgerlich. So, Isak Rashford. Ach, dem wird der Ball nochmal vom Fuß geklaut. Also, nee, dann soll es auch nicht sein. So, jetzt hat Malasia hier noch Glück, dass er nicht mit Gelb-Rot noch duschen geschickt wird. Aber auch das hat jetzt keinen großen Einfluss mehr, Isak. Ja, es verkürzt nochmal aufs Unentschieden. Aber da es jetzt keine 10 Minuten Nachspielzeit geben wird, wird das auch nicht mehr viel ändern. Es gibt sogar nur 2 Minuten Nachspielzeit, also das ist ja völlige Untertreibung dafür, dass es im ersten Durchgang auch schon 2 gab. Ja, es gibt noch einen Elfmeter. Gut, dann kriegen sie doch noch ihren Schlusspunkt. Na gut. Naja, also haben uns nochmal stark zurückgekämpft jetzt hier in den letzten Minuten. Natürlich hohes Risiko, hier auch volles Risiko gegangen. Zahlt sich nicht aus. Kamavinga gegen Mamadashvili. Der letzte Moment für United in der Champions League in diesem Jahr. Kamavinga, kann er Juve hier mit einem Sieg noch nach Hause schicken? Nein, kann er nicht. Mamadashvili hält und dann ist auch direkt Schluss. 6-4 im Gesamtergebnis. Juve schlägt den letztjährigen Champions League Finalisten. Wir sind raus. Damit der große Traum vom Champions League Triumph nach dem bitter verlorenen Finale im letzten Jahr geplatzt. Das tut jetzt erstmal weh. Überragendes Spiel von Juve im Hinspiel. Überragendes Spiel in der ersten Halbzeit. Im Durchgang 2 war es ausgeglichen. Irgendwann haben wir halt hinten aufgemacht. Nur dadurch sind die Tore hier gefallen. Im Durchgang 1 hätten sie sich die Tore verdient gehabt. Am Ende gleichen wir noch aus. Sind aber dennoch ausgeschieden.
Unverdient. Also 17 zu 5 Torschüsse. Wie gesagt, jetzt hier die erste Halbzeit war geisteskrank von Juve. PSG noch im Wettbewerb, Dortmund noch im Wettbewerb und Real Madrid. Also ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt hier den schwersten Gegner gehabt, aber Juve war schon wirklich sehr, sehr krass. Ich bin gespannt, wie das morgen aussehen wird mit dem BVB, wenn wir gegen Juve spielen, ob das ähnlich schlimm sein wird. Moreira ist jetzt international noch wegen zu vieler gelber Karten gesperrt, aber das wäre dann nur ein Thema für die nächste Saison. Wir haben jetzt nur noch die Liga, in der wir vertreten sind. Dort haben wir noch 7 Spieltage zu spielen, werden in dieser Folge, ich glaube, noch 2 simulieren und dann in der nächsten rein starten. Gegen Liverpool. Ja, die bittere Enttäuschung muss jetzt erstmal verarbeitet werden. Wie wäre es mit einem Auswärtssieg bei Leicester? Das hört sich doch nach einer ganz guten Kur an. Am Ende ist es nur unentschieden. Hab aber auch viel rotieren müssen, weil die Jungs einfach K.O. waren. Die waren völlig fertig allesamt. Kann City ranrücken? Nein, können sie nicht. Sie sind sogar noch weiter weg. Also sie haben scheinbar sogar auch noch verloren. Denn wir sind jetzt 7 Punkte vor den Sky Blues bei gleich viel gespielten Spielen. Schlusslicht Norwich für heute dann, glaube ich, die letzte Aufgabe. Also in der Liga sieht es ja wirklich super gut aus. Und ich hoffe, dass wir hier dann jetzt auch wieder gewinnen. Holloway trifft erneut und Rashford doppelt. Und City verliert schon wieder. 10 Punkte Vorsprung jetzt. Die Meisterschaft, sie ist entschieden, auch wenn noch nicht rechnerisch. Aber das Ding ist durch. 5 Spieltage vor dem Ende. 15 Punkte sind noch zu vergeben. Also gegen Liverpool können wir noch nicht Meister werden. Aber dann im darauffolgenden Spiel gegen Newcastle könnte es bei entsprechenden Ergebnissen schon so sein. Und ja, dann gucken wir doch mal auf das Programm für die nächste Folge, wo wir dann wahrscheinlich die Saison auch beenden könnten. Haben nochmal einige coole Partien vor der Brust. Liverpool, Newcastle, Everton, Wolves und Leeds. Mal gucken, was wir davon alles selbst spielen werden. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Es war ja auf jeden Fall spannend. Also wirklich auch krass, wie gut Vlahovic war. Also wir kennen ihn ja aus unserer Karriere mit Juve, wo er verdammt gut ist. Aber das war ja nochmal ein anderes Level. Und ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen zum Duell gegen Liverpool. Freue ich mich drauf, da springen wir jetzt noch eben hin, weil da gibt es einen monatlichen Scouting-Bericht. Ach, und guck mal hier, im Duell um die Torjägerkanone ist es noch richtig eng. Barco von den Spurs, der unfassbar stark ist, 23 Tore, völlig aus dem Nichts. Aber Isak mit 22 auch gut dabei, vor Haaland, vor Bruno, vor Osimhen. Ja, das ist dann nochmal so ein kleines Ziel für die nächste Folge. Nicht nur dritter Ligatitel in Folge, sondern auch, dass Isak die Kanone noch gewinnt. So, dann gucken wir nochmal zum Abschluss der Folge hier rauf. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Kostenloses Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In 4 oder 5 Tagen gibt es dann die nächste Folge der United-Karriere. Freue ich mich sehr drauf. Dann beenden wir in jedem Fall mal die Saison. Ja, dieser Mikkelsen ist mir eigentlich nicht gut genug, also kein Talent mehr. Ja, ich freue mich auf das Derby gegen Liverpool, das wird spannend. Derby auch gegen Everton. Newcastle ist auch ein interessanter Gegner meistens in dieser Karriere, wobei ich glaube, die stehen gar nicht so gut bei uns hier da. Ne, nur 10. Also mal gucken, ob wir gegen die dann wirklich selbst spielen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Morgen geht's weiter mit dem BVB und in 5 Tagen, wie gesagt, dann mit United. Bis dann, macht es gut und ciao.